Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Präsident. Vorab, ich habe da so eine Ahnung, was bei den Kolleginnen und Kollegen, die hier gleich ans Redepult gehen, so in den Redemanuskripten steht. Herr Vandenberg wird ja gleich auch noch sprechen und antizipiere das gleich mal. Dass es jetzt darum geht, Herr Vandenberg, dass es jetzt darum geht, vor allen Dingen Recht und Gesetz umzusetzen und dass alle, die sich da vor Ort an den Protesten sich denen solidarisieren, sich beteiligen, irgendwie auch diese Gewalt gegen Polizei, RWE-Mitarbeiter legitimieren. Ich sage Ihnen daher zuallererst und auch ganz bewusst zuallererst, ja, wir Grüne solidarisieren uns ausdrücklich mit den Protesten der über 10.000 Menschen, die mittlerweile hier an den Waldführungen teilgenommen haben, an den Mahnwachen teilgenommen haben, sich an den Demonstrationen beteiligt haben. Und ja, ja, wir solidarisieren uns ausdrücklich mit all den Aufrufen, mit den eindringlichen Bitten, mit den Appellen, die alle vom Ministerpräsident bislang unbeantwortet geblieben sind, von mehr als 52 Organisationen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hinter diesen Organisationen stehen Hunderttausende von Menschen in diesem Land, die sich dafür einsetzen, dass hier in diesem Konflikt endlich politisch vermittelnd tätig wird, Herr Laschet. Das ist der Appell an Sie. Mit dem Ziel, die Rodung auszusetzen, wenigstens bis hier eine neue Bundesregierung einen Fahrplan zum Kohleausstieg, der kommen wird, das wissen wir alle, entschieden hat. Und wir wehren uns auch gegen die Kriminalisierung dieser Menschen. Und das gehört auch dazu. Wir fordern alle, die da vor Ort friedlich protestieren und im besten Sinne zivilgesellschaftlich engagiert für Klimaschutz einsetzen. Wir fordern all die genauso auf. Hören Sie mir doch erst mal zu. Hören Sie mir doch erst mal zu. Ja? Differenziertheit, ich hatte es geahnt, dass Differenziertheit hier heute schwer umsetzbar ist. Wir fordern nämlich auch diese Menschen auf, die sich hier vor Ort zivilgesellschaftlich engagiert für den Klimaschutz einsetzen, sich endlich klar und eindeutig von den gewalttätigen Aktionen zu distanzieren und sie auch zu verurteilen. Und vor allen Dingen auch, das ist so, die Täter nicht in ihren Reihen zu dulden, denn klar ist, Gewalt ist selbstverständlich kein Mittel einer demokratischen Auseinandersetzung. Und zweitens, gleich kommen, lieber Guido Vandenberg, ich weiß, gleich kommt wieder der zweite Diskreditierungsversuch, dass da vor Ort jede Tonne geförderter Braunkohle ja irgendwie auch so eine grüne Tonne ist. Und Sie hier mal wieder, wie immer, das wird ja gleich passieren, populistisch verzerrt, hier den Versuch unternehmen werden, uns in Mithaftung zu nehmen. Das ist erstens nicht richtig und zweitens bringt uns das hier vor allem nicht weiter. Hier die Rückschau, wer hier wann, wie, welche bergrechtlichen Bescheide, Betriebspläne genehmigt hat. Denn worum geht es denn heute? Es geht hier um die Lösung eines gesellschaftlichen Konfliktes, bei dem es eben nicht mehr nur um die Durchsetzung von Recht und Gesetz geht. Es ist eben nicht mehr nur ein Job des Innenministers, hier vor Ort die Lage zu klären, sondern es ist eben auch ein Job unter Herr Laschet, vielleicht auch mal von Ihnen, hier in einem wichtigen gesellschaftlichen Konflikt hier vermitteln, tätig zu werden. Denn dieser Kampf, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Kampf, der da von RWE geführt wird, der mutet anachronistisch an und wie aus der Zeit gefallen. Denn angesichts der Tatsache, dass der Kohleausstieg kommt, ja kommen muss, wenn man, und das ist ja das Bemerkenswerte, wenn man denn tatsächlich auch die von CDU, FDP und auch von FDP beschlossenen Klimaziele mal ernst nimmt. Und das hat auch das Verwaltungsgericht in Köln so gesehen. Ja, das ist nicht irgendwelche grünen Spinnereien. Das Verwaltungsgericht Köln hat in der gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem BUND einen Vergleich vorgeschlagen, nämlich mit Verweis auf den nahenden Kohleausstieg die Abbaugrenzen des Tagebaus zu verschieben und den Hambacher Wald auszusparen oder wenigstens die Rodung so lange zu verschieben, bis hier eine neue Bundesregierung über den Kohleausstieg entschieden hat.
Ich frage mich ehrlich gesagt, wie viele andere in diesem Land auch, warum die Landesregierung diesen Ball, den die Justiz eindeutig der Politik zugespielt hat, Herr Laschet, warum Sie diesen Ball nicht aufgenommen haben, um hier Rechtsfrieden zu schaffen. Warum tauchen Sie ab? Warum tauchen Sie ab? Sie reagieren nicht auf all die Bittbriefe, auf die Appelle. Sie beantworten keine Presseanfragen. Warum entziehen Sie sich hier komplett? Sie hätten hier die einmalige Chance, im besten Sinne als Landesvater zu schlichten. Und zwar nicht die Rolle des Landesvaters in Talkshows, sondern mal wirklich in real life, hier vor Ort mal tätig zu werden. Und warum machen Sie das nicht? Warum stellen Sie sich hier offenbar bedingungslos hinter eine RWE-Augen-zu- und Durchstrategie? Und unverständlicher umso mehr, es ist doch Ihre Bundesregierung gewesen und auch Ihre, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, die hier einen Klimaschutzplan 2016 verabschiedet haben. Und in diesem Klimaschutzplan wird eindeutig definiert, bis 2030 50% Emissionen. 50, das haben Sie beschlossen, Herr Ungjüng, nicht wir. 50% Emissionsreduzierung in der Kohleverstromung bis 2030. Und ich sage Ihnen ganz klar, da braucht man keine Physik oder irgendwie ein Physikstudium. Wer rechnen kann, ist hier klar im Vorteil. Denn das heißt, 180 Millionen Tonnen CO2 aus der Kohleverstromung müssen gegenüber 2014 eingespart werden. Und dabei müssen eben auch das Rheinische Revier, hier die ineffizienten und ältesten Kraftwerke, abgeschaltet werden. Und dann ist diese Kohle aus dem Hambacher Wald nicht mehr nötig. Das ist Fakt. Und es gefährdet auch nicht die Versorgungssicherheit. Vielleicht geht es RWE hier auch nur darum, in diesem Machtkampf hier sich für diesen früheren Ausstieg, sich das möglichst lukrativ versilbern zu lassen. Aber Herr Ministerpräsident, im Interesse des Landes, im Interesse des Klimaschutzes, wenn Sie so wollen, zur Bewahrung der Schöpfung, ja, und auch für die Bechsteinfledermaus und für den Mittelspecht, ja, in all diesem Interesse, dieses schützenswerte Naturerbe, sollten Sie sich bei dieser Zockerei überlegen, auf welche Seite Sie sich stellen. Und ich bitte Sie noch mal eindringlich, Frau Kollegin, die Redezeit bitte, diesen Konflikt nicht den Gerichten zu überlassen, diesen Konflikt selbstverständlich nicht mit Gewalt zu lösen. Und diesen Konflikt sollte auch nicht auf dem Rücken unserer Polizistinnen und Polizisten ausgetragen werden. Hier geht es um Rechtsfrieden, und hier ist die Politik gefragt, eine vermittelnde Rolle einzunehmen. Nutzen Sie dieses Zeitfenster. Sprechen Sie mit den Akteuren. Eine Lösung ist möglich, wenn man sie denn will. Und ein Betrieb wie RWE, ja, der Flüsse verlegen kann, ja, der Autobahnen verlegen kann, der offenbar technisch alles möglich machen kann, der wird es auch schaffen, diesen Hambacher Wald, dieses Naturerbe von unschätzbarem Wert, diesen Wald nicht abzuroden. Wenn man will, ist hier eine Lösung möglich. Herr Ministerpräsident, handeln Sie und werden Sie endlich tätig, hier den Rechtsfrieden in der Region herzustellen. Dankeschön.